Ja, kommen wir auf Promotion League zu sprechen. Da sehen wir am Tabellenende den FC Duggen. Bruno Schier, Duggen ja seit 5 Jahren in dieser Liga. Ist es die letzte Saison der Frühling für die Märchler? Ja, also ich glaube, es wird sicher sehr schwer. Ich habe sicher 4-5 Matches gesehen von dieser Mannschaft. Sie waren allerdings willig und haben auch etwa mit Pech verloren. Trotzdem 7-8 Punkte Rückstand auf den zweitletzten. Ja, das wird sehr, sehr schwierig werden. Sie haben jetzt 2-3 Spieler dazugeholt, die Verstärkungen sein sollten. Ob es das sind, wird man dann sehen. Und ich bin selber auch gespannt. Möglich ist es vielleicht, wenn sie die ersten 2-3 Spiele gewinnen, in den Lauf hineinkommen und die anderen nicht punkten, dann ist es gut möglich, sollten sie aber die ersten 3-4 Spiele natürlich wieder hängen und nur ein Unentschieden haben. Sie brauchen den Sieg in dieser Situation. Und ich bin gespannt, wie sie aus den Startlöchern überkommen und die ersten 4 Spiele werden bestreiten. Und dann wird man schon sehr, sehr schön beziehen können. Und ich glaube, entweder gewinnen sie die ersten 3-4 Spiele, haben Punkte und sonst wird es wirklich sehr, sehr schwer, dass Duggen noch in dieser Liga bleiben kann. Aber manchmal ist auch eine Chance für einen Neuanfang. Schauen wir ans Oberende von der Tabelle. Dort bewegt sich der FC Rapperswil-Jona, trainiert von Stefan Flümann, einem Horgner. Ich frage den Horgner in der Runde, Stefan Boos, was traust du am Stefan Flümann noch zu in seiner, wie wir ja wissen, letzten Saison, wie ja, im Sommer der Urs Meier wird den FC Rapper übernehmen? Ja, also das Ziel von Rappi ist klar, die wollen auf. Die haben Strukturen, Junioren, U-Mannschaften, die haben Zuschauer, die haben die Events so oder so auf. Ob es das Jahr noch lange mit Kriens von bezweifle ich, Rappi hat problemlos die Spieler zum Aufsteigen. Ich glaube aber, Kriens holen es nicht mehr. Das Problem, dass die Spieler wissen, dass der Flüe im Sommer geht, sehe ich nicht. Weil der Meier wird auch mitverfolgen, was da läuft und er wird sich kennen gehen lassen. Ja, er hat eine sehr, sehr, sehr talentierte Mannschaft dort, aber das hat Kriens auch. Und ich glaube, sie werden noch einen Platz aufgumpen aus 2, aber Kriens abfangen wird meiner Meinung nach nicht mehr lange. Und das Zeichen mit dem Urs Meier im Sommer ist natürlich klar, also das ist die Wand auf. Das ja jetzt schon lange wahrscheinlich aber nicht, aber nächstes Jahr wollen die spätestens auf. Und dann ist natürlich der nächste Profi-Trainer, der jetzt auch wieder als Profi wird arbeiten, nämlich HC Rappi. Perfekt. Und was er halt auch hat, er ist, obwohl er das 1 von Zürich hatte, er war lange in U21. Gewesen. Und Rappi ist ja mit einigen Ausnahmen, die oben rausgeschaut haben, haben sehr viele junge und Ex-Ausspieler. Das dürfte ziemlich gut passen, glaube ich. Ich möchte noch etwas beifügen. Wenn man auch sieht, dass das Kriens ja das neue Stadion bekommt, Kriens eine ganz ambitionierte Mannschaft ist, Traditionsverein, dass die auch wenden, wird sicher schwieriger für die Rappi, denke ich. Ja, ich bleibe gerade bei dir, Marcello Stellato. Wir haben noch 2 Vereine, die am gleichen Mann gehören, Piero Bauer, United Zürich und IF Juventus. Ein bisschen spezielle Konstellation im Regionalfußball, oder wie siehst du das? Gut, es ist ja so, ja. Also, als ich das erfahren habe, das war kurz vor der Gala, FHZ-Gala, als ich das erfahren habe, habe ich auch gestaunt, habe auch hinterfragt, was ist ein bisschen das Ziel, was ist ein bisschen die Strategie. Ich nehme jetzt mal an, der Pierre weiss, wieso er das gemacht hat. Speziell ist sicher, dass 2 Vereine in der gleichen Gruppe sind. Beide Vereine um den Abstieg spielen. Sicher noch ein bisschen speziell, wenn die gegeneinander spielen, je nachdem, wie Juve aus den Startlöchern kommt. Sicher noch speziell auch für den Jerome als Trainer bei United. Aber rein von der Klasse, sagen wir jetzt vom Papier her, sollte die eigentlich jetzt Juventus sollte sich relativ schnell retten können. Einen Punkt machen, weil sie haben wirklich eine gute Mannschaft. Und bei United wird es schwierig, sage ich jetzt einmal. Vielleicht eine Prognose von dir, schaffen es beide oder schafft es nur einer? Also, Juve wird es ganz bestimmt schaffen, bin ich überzeugt. Ich habe United gesehen, sie waren auf der gleichen Anlage bei mir. In der Vorbereitung. Sehr willig, sehr junge Mannschaft. Ich sage, sie sind nicht chancenlos, United. Aber es wird sehr, sehr knapp sein. Tendenz eher, denke ich jetzt auf dem Papier, nein, aber ja. Nehmen wir nochmal den Jerome Oswald-Experten Stefan Boos in die Runde zurück. United Zürich 17 Neuzugänge, 13 Abgänge. Das ist für Jerome
Herkules-Aufgabe. Ja, sie haben am Anfang auch gestaunt, als die Aufgabe angenommen hat, dass klar geworden ist, dass er Trainer wird. Und dann haben sie die ersten Zugänge und Abgänge gesehen. Gerade bei den Zugängen muss ich mir sagen, ja, ich weiß nicht, ob das Promotionsklasse hat alles. Mittlerweile muss ich aber sagen, aufgrund der Testspielresultate einerseits, da hat es ein paar ganz überraschende Sachen darunter. Gute Leistungen. Der eine oder andere Spieler ist, hat einen Namen. Und dann halt der Auswald. Also, mein, wenn einer, wir müssen ihn, glaube ich, als Disziplinfanatiker bezeichnen, wenn, hat er ein bisschen vom Mentor Uli, wenn es einen kann schaffen, dann ist es tatsächlich er. Und ich glaube, von den Charakteren, die es geholt haben, nicht ganz einfache, sehr talentierte. Und wenn das dann zusammenkommt, genau mit dem Input von Jerome, einfach Disziplin über allem, dann könnte das gar nicht schlecht kommen. Ich muss sagen, ich hätte ja vor ein, zwei Monaten als klaren Absteiger getippt, aber mittlerweile, wenn es einer kann schaffen, dann schafft es der Auswahl. Und wenn es halt dann mal diverse 0-0 holen, dann bei ihm wird 0 hinten so lange wie möglich stehen. Nicht aussichtslos, muss ich sagen. Auch wenn man das ganze Gebilde als Hönker natürlich nur bedingt passt. Nein, muss ich sagen, also die sehe ich durchaus mit guten Chancen, dass das drin bleiben könnte. Bruno Schier, nur noch Piero Bauer, vielleicht auch für dich. Du bist ja in unserer Runde, sagen wir, am längsten schon im Fußball tätig, kann man, glaube ich, ohne schlechtes Gewissen sagen. Das ist eine spezielle Geschichte mit diesen zwei Vereinen in der gleichen Liga, wo er... Ja, er hat auch schon die Chance gesehen mit einem Gastverein, Zwillingsverein oder so ein bisschen Junge anzuziehen, die vielleicht dann für Juventus dann taugen. Ich glaube, mal so ein Unfall ist das vielleicht nicht einmal, wenn die absteigen, weil dann spielen sie eine gute Rolle in der ersten Liga, normale Classic nachher eine Rolle und können sich dort dann weiterentwickeln und sind dann vielleicht für Juventus auch wieder ein Thema und kann die Besten rauspflücken dort. Jetzt klar, wird man sehen, was der Jerome kann machen mit ihnen und ich glaube, sie sind sehr jung, hungrig. Also hungrig, willig, die säckeln, bis es nicht mehr geht. Und als Mannschaft auftreten, wie der Stefan schon gesagt hat, sicher diszipliniert sein, gut verteidigen. Und dann muss man die zuerst schlagen. Und wenn es dann nicht lange gelaufen ist, ist es nicht unbedingt ein Unfall. Und der Piero Bauer wird also so ein bisschen als die Chance anschauen, dass er hier auf Juventus gestärkt natürlich hat und eine gute Nachwuchsgruppe hinten dran hat und mit dem Jerome, der gut mit Jungen umgeht und die auch gut kann führen und weiterbringt. Ich glaube, der richtige Trainer gewesen. Du siehst jetzt schon eine gewisse Priorität bei IF. Ja, ich glaube schon. Also ich glaube nicht, dass plötzlich United die erste Mannschaft oder die erste Liga spielen soll. Wo sie dann Meister 2018 ist. Ja, ich glaube, die Fahne wird ein bisschen oben runtergenommen, auf Haltmarsch gesetzt. Aber vielleicht dann plötzlich auf Juventus. Oder? Also jetzt ist angeblich mal ein spannendes Statement noch von Piero Bauer, ziemlich am Anfang, als er gesagt hat, eben, United hat jetzt noch 13 Spiele in der Promotionsleague. Das war irgendwann im Dezember die Ola, ob er es gesagt hat oder nicht. Das deutet er ja eigentlich klar dafür, dass er die mehr als Farmteam sehen würde. Ja. Ich habe das Gefühl, er ist mittlerweile, wenn er es überhaupt gesagt hat, selber überrascht, dass da nicht nur ein Farmteam ist, sondern unter Umständen sogar mehr. Nicht mehr wundern, wenn dann beide drin bleiben. Was er dann macht, hat er schon mal die Partnerschaft gegeben mit Juve und Rappi, wo dann klar Priorität auf mein Team gelegen sind, was Piero dann glaub, nicht ganz so passt, verständlicherweise. Mich wundern, wenn United drin bleibt, was dann passiert. Ja, ist auch noch ein bisschen mit den Kosten verbunden, schlussendlich. Was so eine Mannschaft dann kostet, über das kann tragen, will tragen überhaupt. Oder, wie es dann rauskommt. Oder, aber ich glaube, die werden das einmal vorab nehmen und Plan A und B haben. Also vielleicht auch ein Stück NHL mit Fanien und Farmteam da in der Schweizer Regionalfußball. Ja.